Hallo, in diesem Video möchte ich dir gerne ein bisschen Basiswissen zum NettyGate-Bericht vermitteln. Wenn du deine Befragung aufgesetzt und versendet hast, kommen im besten Fall ganz viele Antworten rein und wie du die auswertest, zeige ich dir jetzt. Um zur Auswertung zu kommen, klickst du am besten direkt bei deiner Befragung rechts auf dieses Diagrammsymbol. Du siehst hier auf der Startseite auch die Teilnehmeraktivität und kannst dann auch direkt sehen, wo gerade die meisten Antworten reinkommen. Oder du gehst, wie du es schon kennst, oben auf alle Umfragen und klickst da auf der rechten Seite auf dieses Diagramm. Und wenn du hier reingesprungen bist, dann kommst du eben auf deinen NettyGate-Bericht. Und so sieht er aus. Der Bericht ist so aufgebaut, dass du direkt auf dein Ergebnis kommst. Und hier siehst du die Auswertungen pro Frage. Du hast oben auch noch die Möglichkeit, zur Quick Analysis zu springen. Das Ziel der Quick Analysis ist, die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Gesamtergebnis hier nochmal zusammenzufassen. Genauer eingehen auf die Quick Analysis werde ich in einem anderen Video. Wie du sehen kannst, werden die Ergebnisse in der Regel in ein Diagramm und eine dazugehörige Tabelle aufgeteilt. Der Net Promoter Score, der wird so dargestellt. Das bedeutet, du kannst die Detraktoren dir hier ansehen, die passiven und die Promotoren. Auch hier in der Tabelle sind die nochmal aufgeführt und hier wird auch entsprechend der Score errechnet. In diesem Fall sind wir bei minus 14 gelandet und diese Darstellung wirst du immer haben, wenn du eine Net Promoter Score Frage verwendet hast. Die Freitextauswertungen werden in der Regel in einer Wortwolke dargestellt. Das Ziel der Wortwolke ist, dass du direkt in der Mitte sehen kannst, welche Wörter am häufigsten verwendet wurden. Du hast aber auch die Möglichkeit, alternativ hier über diese drei Punkte die offenen Textantworten hinzuzufügen. Und so kannst du dann eben auch noch dort die entsprechende Auswertung sehen. Es gibt auch die Möglichkeit, mit unserer KI-basierten Textanalyse zu arbeiten. Darauf werde ich in diesem Video aber nicht genauer eingehen. Schauen wir uns mal die Grundeinstellungen an. Die kannst du hier auf der linken Seite sehen. Ich werde nicht auf jede Grundeinstellung eingehen, aber dass du einen Überblick hast, was hier so alles eingestellt werden kann. Du kannst hier die Einheiten auswählen. Das bedeutet die Einheiten der Diagramme, die Einheiten grundsätzlich und in der Tabelle. Sollen es Zahlen sein, sollen es Prozentsätze sein, sollen die Fragen nummeriert werden und so weiter. Du kannst dir die Daten in Graphen anzeigen lassen. Können wir uns mal kurz anschauen. So zum Beispiel, ne, dann habe ich hier die Durchschnittswerte entsprechend eingeblendet oder ich blende sie wieder aus. Und unter weitere Einstellungen kannst du, wenn du mit Hintergrundvariablen arbeitest, hier die Hintergrundvariablen mit null Antworten anzeigen lassen. Automatisch sind sie immer ausgeblendet. Wenn du sie anzeigen lassen möchtest, dann kannst du hier diesen Toggle ausschalten. Was auch interessant ist, ist das Berichtslayout. Das findest du hier auch auf der linken Seite. Und gerade bei längeren Fragebögen ist es schön, sich hier einmal durchzunavigieren. Wenn du zu einer bestimmten Frage springen möchtest, dann kannst du das mit einem Klick auf diesen Pfeil hier machen. Hoch oder runter. Du kannst hier auch einzelne Fragen ausblenden mit einem Klick auf dieses Auge. Und du hast auch die Möglichkeit, einzelne Fragen zu entfernen, die für dich in diesem Fall nicht wichtig sind. Das kann ich hier mit diesem X machen, Armaturen löschen. Dann sind sie raus. Wichtig dabei ist, es werden keine Antworten gelöscht. Das bedeutet, die Antworten sind immer noch da, sie werden dir nur nicht in diesem Bericht mehr angezeigt. Falls du etwas versehentlich gelöscht hast und du möchtest es gerne wieder hinzufügen, dann ist das kein Problem. Das kannst du entweder hier im Berichtslayout unten unter Hinzufügen machen. Dann wird es immer ganz unten in deinen Bericht angefügt. Oder wenn du das an einer anderen Position gerne einfügen möchtest, kannst du auch hier auf das Plus zwischen den einzelnen Armaturen gehen. Siehst auch schon, welche Frage hier entfernt wurde, wählst sie einfach aus und fügst sie hinzu. Das bedeutet, falls du mal eine Frage in deinem Bericht nicht finden solltest, das kann immer mal passieren, vielleicht wurde nachträglich noch was hinzugefügt, was aber nicht richtig gespeichert wurde. Bitte keine Sorge haben, sondern einfach mal in den Bericht reinschauen, hier auf den Plus gehen und schauen, ob da irgendwo neu oder entfernt steht. Und dann, falls es entfernt ist, einfach hinzufügen und dann hast du deine Antworten auch direkt drinnen.
Jeder Bericht, das siehst du hier oben, wird auch in der Regel automatisch gespeichert. Das ist etwas, was du ein- und ausschalten kannst. Wenn du das Ganze ausschaltest und du veränderst irgendwas, musst du natürlich immer, dann erscheint hier noch ein Speichern-Button, immer auf Speichern gehen. Diese Funktion wird automatisch ausgeschaltet, sobald du den Bericht geteilt hast. Wie das funktioniert, zeige ich dir später. Aber dass da eben nicht versehentlich was geändert wird, wird diese Funktion automatisch speichern, sobald der Bericht geteilt wurde, ausgeschaltet. Ich lasse sie mal an. Wenn du verschiedene Filter hinzugefügt hast oder irgendwas abgeändert hast und du weißt nicht mehr, wie du zurückkommst und du möchtest nochmal den Ursprungszustand herstellen, dann kannst du das hier unter Zurücksetzen machen. Auch hier werden keine Daten gelöscht, sondern der Bericht wird einfach einmal zurückgesetzt. Das bedeutet, alle Filter, alles, was du geändert hast an dem Bericht, wird zurückgesetzt und er ist wieder in seinem Ursprungszustand und du kannst quasi wieder von vorne anfangen, wenn du denn möchtest. Hier oben auf der rechten Seite findest du die Spracheinstellungen. Du kannst hier die Umfragesprache auswählen, die dann hier bei den Antwortoptionen angezeigt wird und bei den Fragen. Da sind immer die Sprachen hinterlegt, in der du die Befragung auch durchgeführt hast. Und du kannst auch die Schnittstellensprache, also die Interface-Sprache hier von Netigate, vom Netigate-Bericht anpassen. Und das ist eben in unseren Unternehmenssprachen, in denen Netigate auch verfügbar ist, das heißt auf Schwedisch oder Finnisch oder eben Englisch und Deutsch kann das Ganze angezeigt werden. Ganz oben im Bericht findest du mal die Umfragedaten. Die Umfragedaten sollen dir einen kleinen Überblick geben über deinen Netigate-Bericht und die kannst du natürlich auch anpassen über dieses Rädchen hier oben auf der rechten Seite. Hier siehst du schon, was alles angehakt wird. In dem Fall haben wir keine Rücklaufquote. Vielleicht wurde die Befragung mit einem allgemeinen Link versendet. Deswegen kann Netigate keine Rücklaufquote berechnen. Deswegen ist es für mich gerade nicht relevant, hier NA drin stehen zu haben. Also schalte ich die mal einfach ab. Vielleicht möchte ich aber stattdessen die Bearbeitungsdauer wissen und füge die hinzu. Ja, also da bist du absolut frei, was du gerne einfügen möchtest. Schauen wir uns mal die Diagramme etwas genauer an. Wir gehen hier zum Beispiel zur Frage nach dem Büro. Von welchem Büro aus arbeitest du? Und hier können wir im Diagramm ein paar Anpassungen treffen. Das heißt, ich kann hier die Tabellenfarbe bestimmen. Das sind unsere Standard-Netigate-Farben. Die kann ich anpassen. Entweder hier eine vorgegebene Farbe auswählen oder du gibst hier tatsächlich die Farbcodes ein. So kannst du natürlich auch gerne dann immer in Unternehmensfarben auswerten. Wenn du hier Farben abgeändert hast, kannst du die auch als Standard für den ganzen Bericht festlegen. Du kannst aber auch nur ein bestimmtes Diagramm farblich anpassen. Auch das Layout kannst du anpassen. Hier unter Diagramm ändern. Da gibt es verschiedene Layouts, die vorgegeben sind: Säulendiagramm, Balkendiagramm, Tortendiagramm und so weiter. Und hier suchst du am besten einfach das aus, was am besten passt. In den Einstellungen kannst du auch nochmal die Einheiten definieren. Übernehmen bedeutet im Prinzip, dass es aus den Grundeinstellungen hier übernommen wird. Du kannst sie aber auch eben noch entsprechend anpassen. Du kannst die Skala anpassen, die Intervalle anpassen. Und kannst sie auch nochmal anders sortieren, wenn du denn möchtest. Es gibt die Möglichkeit, die Breite zu ändern. Und wenn du möchtest, wenn du noch ein bisschen mehr Informationen hinzufügen möchtest, kannst du auch über diese drei Pünktchen hier oben rechts einen Text hinzufügen und kannst hier noch ein bisschen genauer erklären, was genau das jetzt aussagt, was genau damit gemeint ist. Den können wir zum Beispiel auch hier hochziehen mit ein bisschen mehr Infos. Jetzt schauen wir uns mal die Tabelle ein bisschen genauer an. Und da nehmen wir mal die Frage nach der Beschäftigungsdauer und die Frage nach dem Gesamteindruck als Arbeitgeber. Beides sind Radio-Button-Fragen, es ist beides der gleiche Fragetyp, aber was auffällt, ist, dass wir hier eine reine Verteilung haben. Und hier haben wir noch mehr Informationen. Hier haben wir nämlich zum Beispiel einen Durchschnittswert angegeben. Hier haben wir die Standardabweichung angegeben. Wenn ich in die Einstellungen reingehe, sehe ich, dass ich hier auch noch Top-Boxen, Bottom-Box anzeigen lassen kann und so weiter. Das bedeutet,
dass diese Frage gewichtet ist. Wie du eine Gewichtung hinterlegst, das siehst du im Video zum Erstellen einer Befragung. Und so sieht das Ganze dann eben im Ergebnis aus. Das heißt, Durchschnitt anzeigen lassen, Standardabweichung anzeigen oder eben auch ausblenden und Top- und Bottom-Box. Top- und Bottom-Box ist hier auch nochmal erklärt, was genau das ist. Also wenn du zum Beispiel eine Fünfer-Skala hast von sehr schlecht bis sehr gut, bedeutet eine Top-Box, werden dann die Anzahl von Antworten bzw. der prozentuale Anteil der Antworten, der in den ersten, in den obersten beiden Boxen drin sind, also 4 und sehr gut. Könntest jetzt auch hier auf eine Top-3-Box gehen oder eben auf die Bottom-Box gehen, wenn du gerne möchtest. Also hier kannst du deine Tabelle nochmal so anpassen, wie du es gerne hättest. Auch hier bei den Matrizen sind gewichtete Fragen im Einsatz. Das sehe ich auch wieder daran, dass hier Durchschnitte angegeben sind und keine reine Verteilung. Jetzt haben wir auf der linken Seite noch verschiedene andere Informationen. Wir haben nämlich unter anderem die Teilnehmer. Wenn ich hier draufklicke, sehe ich die einzelnen Teilnehmer, die sich an der Befragung beteiligt haben. Hier ist keine anonyme Befragung durchgeführt worden. Das bedeutet, ich kann hier tatsächlich die E-Mail-Adressen sehen und kann somit zuordnen, wer was geantwortet hat. Wenn ich hier draufklicke, dann sehe ich hier das komplette Antwortset. Und es gibt auch die Möglichkeit, einzelne Antwortsets oder mehrere Antwortsets eben zu exportieren. Das wird dann ein PDF-Export sein. Man kann hier auch einzelne Antwortsets löschen. Und ich hatte vorhin schon häufiger gesagt, wenn du hier was rauslöscht oder zurücksetzt, dann werden keinerlei Daten gelöscht. In diesem Fall ist das tatsächlich anders. In diesem Fall solltest du darauf achten, hier wirklich vorsichtig zu sein, weil wenn du hier einmal auf Löschen draufklickst, dann sind die Daten auch wirklich weg. Da sind die Daten gelöscht und die können wir dann auch nicht wiederherstellen. Jetzt schauen wir uns mal an, wie du ein bisschen mehr mit dem Bericht auch arbeiten kannst. Und zwar möchten wir jetzt filtern. Ich möchte jetzt, gehe nochmal in mein Berichtslayout, zum Büro springen und möchte einen Bericht erstellen, der nur für Büro 1 ist. Also er soll nur die Antworten enthalten, die von Mitarbeitern aus Büro 1 abgegeben wurden. Dafür klicke ich einfach in der Tabelle auf die Zahl drauf, klicke auf Einschließen und im Prinzip war es das tatsächlich schon. Das heißt, wenn ich hier hochgehe, sehe ich auch, es sind diese 63 Antworten nur noch drinnen und alles, was jetzt hier im Bericht drinnen ist, sind nur die Antworten von Büro 1. Diesen Bericht, wenn ich denn möchte, kann ich mir auch abspeichern, gehe hier oben hin, speichern als Büro 1. Speichere das Ganze ab und oben links unter Erstellte Berichte finde ich dann hier nochmal meinen Hauptbericht und hier den Bericht zu Büro 1. Auf den kann ich dann immer wieder zugreifen, den kann ich mit den Verantwortlichen für Büro 1 teilen und so weiter und so fort. Und hier oben kann ich noch auf das Datum filtern. Das bedeutet, hier kann ich einen Zeitraum mir raussuchen. Vielleicht möchte ich nur die letzten 7 Tage einsehen. Da haben wir schon, wir haben nur noch 16 Antworten und kann dann eben die Zufriedenheit aus den letzten 16 Tagen mir ansehen. Was mache ich da mit den Ergebnissen? Da gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Du kannst dich für einen Export entscheiden. Wir haben verschiedene Formate, in die exportiert werden kann. Du kannst zum Beispiel in PDF exportieren, kannst bei den Ergebnissen immer auswählen, ob du das Ergebnis, das, was ich dir jetzt gerade gezeigt habe, oder die Quick Analysis oder auch beides exportieren möchtest. Quick Analysis, wie gesagt, nochmal in einem separaten Video. Möchtest du die Umfrageinformationen hier oben einblenden? Wie soll das Ganze vom Layout aussehen und so weiter? Also das kann hier alles angegeben werden. PDF. Der Excel-Export ist im Prinzip alles, was du in Netigate siehst, einfach nochmal in Excel gezogen. Der PowerPoint-Export zeigt dir die Diagramme in PowerPoint an. Hier gibt es auch nochmal die Möglichkeit, eine benutzerdefinierte PowerPoint-Vorlage zu nutzen. Wenn du das anschaltest, solltest du auch eine benutzerdefinierte PowerPoint-Vorlage bei dir im Account hinterlegt haben.
Falls das noch nicht der Fall ist, kannst du dich gerne an das Customer Success Team wenden und die laden dir dann die PowerPoint-Vorlage hoch. Und ein Rohdaten- und SPSS-Export gibt es jeweils auch noch. Das gleiche Prinzip, nur ein anderes Format. Was hierbei wichtig ist, ist, ich lade dir mal ganz kurz runter, dass wir uns den anschauen können, dass wir hier nochmal das Thema Anonymität uns anschauen. So. Der Rohdatenexport zeigt immer alle Ergebnisse. Der einzige Filter, der berücksichtigt wird, ist der Filter nach der Zeit. Also diese hier, letzte 7 Tage. Ansonsten werden keinerlei Filter berücksichtigt. Wenn du jetzt eine Befragung hast, die anonym sein soll, dann würde zunächst hier bei Respondent Name keine E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder sonstiges drinstehen, sondern hier würde letztendlich anonym drinstehen. Wenn du in deinem Account oder für die entsprechende Befragung ein Filterlimit eingestellt hast, das ist etwas, was der Administrator machen kann, dann könntest du diesen Rohdatensatz gar nicht erst runterladen, weil dann könntest du ja theoretisch sehen, selbst wenn es anonym ist, könntest du ja theoretisch trotzdem sehen, derjenige arbeitet im Vertrieb in Büro 2, vielleicht noch, dass die Person weiblich ist, vielleicht gibt es nur eine weibliche Person im Vertrieb in Büro 2 und so könntest du eben Rückschlüsse darauf ziehen, was die Person geantwortet hat, beziehungsweise wer diese Antworten abgegeben hat. Und deswegen ist, wenn ein Filterlimit eingestellt ist, der Rohdatenexport geblockt, genauso wie die Teilnehmereinzelansicht. Also die kannst du dann auch nicht anschauen. Nur wenn du eben siehst, dass du hier draufklickst und es ist ausgegraut, dann bitte nicht wundern. Neben dem Exportieren von Bericht gibt es noch die Möglichkeit, dass du deinen Bericht teilst. Und das geht hier über diesen Button Berichte teilen. Hier wird immer der Bericht geteilt, den du gerade ausgewählt hast. In dem Fall mein Gesamtbericht, gefiltert auf die letzten 7 Tage. Und hier gibt es zwei Möglichkeiten. Du kannst entweder den Link aktivieren. Hier über dieses Einstellungsrädchen kannst du definieren, was derjenige sehen darf, also welcher Teil vom Bericht gesehen werden darf. Zum Beispiel darf die Person Textantworten sehen, in welcher Sprache soll die Benutzeroberfläche sein, darf die Person filtern, soll es hier vielleicht eine Filtergrenze geben? Das kannst du selber einstellen. Darf die Person exportieren, falls ja, in welches Format? Soll das Ganze anonym sein oder nicht? Soll es nochmal zusätzlichen Passwortschutz geben und soll das Unternehmenslogo eingeschlossen werden? Und wenn du das alles eingestellt hast, dann kannst du den Link kopieren und ihn hier einfügen, verschicken und so weiter. Die Person, mit der der Bericht geteilt wurde, braucht keinen Netiquette-Zugriff. Und das Schöne an dem geteilten Bericht ist, dass er immer live ist. Bei dem Export haben wir immer einen Zeitpunkt, zu dem dann exportiert wurde, meistens am Ende der Befragung. Aber hier gibt es eben auch die Möglichkeit, über einen langen Zeitraum laufenden Befragungen immer einen Zwischenstand zu haben, immer zu schauen, okay, wie sieht jetzt gerade eben das Antwortverhalten aus? Und wenn ich als Person, mit der der Bericht geteilt wurde, filtern darf, dann kann ich das hier selbstständig eben auch machen und mir entsprechend die Ergebnisse anschauen. Was hier nicht möglich ist, ist zum Beispiel, dass ich mir hier in diesem geteilten Bericht noch weitere Berichte abspeichere. Wenn ich hier lade, dann ist alles wieder zurückgesetzt. Aber trotzdem finde ich das immer eine schöne Möglichkeit. Was auch nicht möglich ist, ist, dass man zurückfiltert. Also wenn mir jetzt ein Bericht für Büro 1 zur Verfügung gestellt wurde und ich darf filtern, dann darf ich nicht mehr auf Büro 2 filtern. Also ich darf nicht zurückfiltern, aber ich dürfte quasi weiter runterfiltern. Alternativ neben diesem geteilten Link kann man den Link auch per E-Mail teilen. Und hier ist es ähnlich wie beim Netiquette-Versand, einfach der Unterschied, dass hier wieder mit einzigartigen Links gearbeitet wird. Also hier könntest du zum Beispiel mit dem CSM-Team teilen und hier kann ich noch den Text bearbeiten, der in der E-Mail mitgeschickt werden soll. Und ich kann hier für das CSM-Team bestimmte Einstellungen treffen. Wenn ich das jetzt an unseren
CEO zum Beispiel schicke, gegebenenfalls darf der mehr sehen als ich als vom Teammitglied Customer Success Management und dem könnte ich dann eben eine andere Einstellung zukommen lassen. Also das ist ganz schön, um dann eben nochmal die Rechte zu differenzieren. Das war jetzt ein erster Einblick in den Netiquette-Bericht. Wenn du neugierig geworden bist und gerne noch wissen möchtest, was es sonst noch so gibt, dann schau dir doch gerne noch das nächste Video an.